Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Dawn of Man. In unserer kleinen steinzeitlichen Siedlung, na, mehr kann man noch nicht sagen. Es wird fleißig gearbeitet. Der Nahrungstrockner, der wird langsam gefüllt. Wir haben wir nicht noch Fleisch? Haben sie schon weggeknüppelt? Haben sie alles weggespachtelt? Da kennen sie gar nichts. Ist kein Fleisch mehr da. Fischbestände, die erholen sich ganz langsam. Ich würde sagen, wir müssen jagen gehen. Wir brauchen Forschungspunkte. Wir müssen jagen. Es hilft alles nichts. Jagen, jagen, jagen. So, 9-mal Kleidung. Stöcke 16. Steine 16. Stöcke 6-mal. Aber wo ist der Rest vom Schützenfest? Hier ist noch... Zwei Leute sind noch hier. Okay, die sammeln Stöcke. Die können noch mehr tragen. Das heißt, die bringen dann gleich 3-mal mit. So, Spielgeschwindigkeit wieder auf 2 hoch. Und was möchtest du machen? Na, inaktiv muss ja keiner sein, ne? Ihr seid zu zweit, dann auf geht's, jagen. Aber Auerochsen, greifen die mich an? Weibchen, Weibchen, erwachsenes Männchen. Wir greifen mal das Weibchen an. Ja, okay, die greifen mich an. Das ist ganz schlecht. Was, die ist tot? Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der bringt mir alle hier um. Geh nach Hause, sonst stirbst du auch noch. Und wir haben Herbst. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der mich hier so wegknüppelt. Leg dich mal hin am besten. Vielleicht bringt das was. Das ist ja irre. Und der ruht sich jetzt aus hier und heilt sich, oder was? Nee, 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 nee. Du heilst dich nicht, mein Freund. Du hast hier unseren Kollegen umgebracht. Der gute alte Margo. Das kannst du doch nicht bringen. So. Mitkommen. Raus mit dir. Mitkommen. Mitkommen, wir gehen jagen. Ah, soll ich die Gruppe jetzt holen? Ach, nachher stirbt wieder jemand. Du hast den machen wir jetzt kalt, ist mir egal. So, und abschlachten das Vieh jetzt, ey. Können wir den begraben oder bleibt er einfach jetzt liegen? Bleibt anscheinend jetzt liegen. Geht und holt folgendes. Ein Faustkeil. Mhm. Okay, die heilt sich anscheinend mit der Zeit dann langsam. Ah gut, der war auch schon alt, ne? Da kann man ruhig mal... Aber ihr lasst mich jetzt hier in Ruhe, ne? Da kann man ruhig mal sterben. Im Herbst ist also dann das ganze Getreide und Roggen fertig, aber es gibt dann bestimmt keine Bären mehr, ne? Bären hat man doch hier irgendwo. Ja, gibt's keine Bären mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt das Fleisch unbedingt. Und dreimal Fisch ist schon getrocknet. Der hält dann echt viel länger. Wir könnten jetzt dieses Fischgebiet halt wieder umsetzen, ne? Weil die drei haben wir jetzt leer gemacht. Können wir jetzt hier fischen. Zack. Kann einer fischen, dann kriegen wir wieder Fisch. Weil Fisch kann man auch nie genug haben. So, ein paar Bären haben wir noch, aber wir sind jetzt nur noch 6 Leute, ey. Aber wir haben Forschungspunkte, hey, cool. So, was nehmen wir denn als nächstes? Nehmen wir die Spiritualität? Na los, komm, wir machen mal ein bisschen auf spirituell. Ja, glaub an Gott. Ein Totem. Ja, ich habe auch kein Holz. Und das Cutten, da brauche ich... Kompositwerkzeug. Okay, das hätte ich wissen sollen. Super. Umsonst geforscht. So, wie geht's dir? 35. Ja, das wird meine, das wird. Die anderen arbeiten für dich mit. Kein Problem. Was holst du ab? Du holst die rohe Haut. Das ist sehr schön.
Haben wir noch Ruhe heute? Haut? Aber jetzt müsst ihr euch wieder ein bisschen kälter werden, ne? Müsst ihr euch wieder anziehen. Wir machen dann nochmal hier einmal. Ein Messer haben wir, Faustkeil, können wir nochmal einen bauen. Da haben wir noch 4 Stück. Und Harpun haben wir nur noch eine. Dann nehmen wir nochmal eine Harpune dazu. Ah, ist schon gelb geworden. 9:30 Uhr. Geht also recht schnell. Aber Geschwindigkeit geht auch. Man geht die immer wieder mal runter. Anscheinend, wenn eine Meldung kommt. So, Konstruktion des Bauwerks Totem frei. Mit dem du die Moral in der Siedlung verbessern kannst. Okay. Verbessert also die Moral. Ah, okay, so sieht es aus. Aber wie gesagt, ich habe noch kein Holz. Ich muss erst dann doch das andere Werkzeug erforschen. Was ist das denn? Och, ein Mufflon. Aber ich kann jetzt nicht schon wieder jagen. Wildschwein? Ja, okay. Und ein erwachsenes Wildschwein. So, wie sieht es hier aus? Haben wir hier noch? Feuersteine sind noch da. Sind noch Stäbe da. Hier ist noch alles schön voll. Hier wurde das Leder jetzt aufgehangen. Und sie haben sich auch schon wieder angezogen, denn es wird etwas frischer. Wir haben nur noch 15 Grad. So, mal gucken, wie der erste Winter wird. Ich bin echt gespannt. Ihn ist nicht kalt, ne? Das ist hier, ach, der Worob. Der Rob, ne? Worob, das ist der urzeitliche Rob. Er kennt ja nichts. Da wärmt sich am Eisblock. So, hier wird auch fleißig geknüppelt. Der baut uns eine schöne Harpune. Hier fleuchten mir so viele Tiere rum. Ich muss jagen. So, wir können noch mal gucken, wann es Wissen Fortschritte gibt. Wir brauchen noch ein paar Häute getrocknet und noch ein paar Rohe heute. Das heißt, wir müssen echt jagen. Jagen, 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 jagen. Oder Fische trocknen. Bauwerke errichten. 3, 5 Zelte brauche ich, okay. Auerochsen jagen habe ich einmal. Ich habe mir wahrscheinlich auch die härtesten Tiere ausgesucht. Okay, 10 Fisch nochmal einen Punkt dazu. Das heißt 3. Also wir brauchen Kompositwerkzeug. Aber da brauchen wir erstmal Knochenwerkzeug. Da brauche ich jetzt 10 Punkte. Na ja, okay. Muss ich jetzt durch. So, getrocknete Haut. Okay, es geht voran. Also es tut sich auf jeden Fall was. Und wie sah es denn aus mit Beliebtheit? Gab es das nicht auch noch? Das sind die Meilensteine. Okay. Ja, hier. Gemeinwohl 94. Okay. Aber es kommen halt noch keine neuen Einwanderer. Und Kinder haben die auch noch nicht bekommen. Geht und holt folgendes getrockneter. Ja, sehr schön. Was auch immer es bedeuten soll, er holt es. Getrockneter. So, gibt's hier, haben wir diese Mufflons. Und der Winter kommt. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein Team fertig, ne? Räume ich an den Fisch weg? Ja, getrockneter Fisch, okay. Oh, die Bären werden langsam schlecht. Jungs, esst die Bären. Du bist ne Erwachsener oder was bist du? Hallo? Hallo? Okay. Fettes Mikroleck. So, ihr geht mal los. Wo sind sie hin? Ach, sind schon wieder weitergezogen. Ich will auch diese Auerochsen, die will ich nicht mal jagen. Die machen aber. Die tun weh. Hier sind sie jetzt. Ne, hier sind ein. Wir holen uns den Esel. Was soll's? Der Esel muss weg. Denn die Mufflons sehe ich nicht mehr. Doch, da sind sie. Aber wir gehen jetzt zum Esel, was soll's. Möchtest du noch mit? Ne, der holt Knochen. Hier haben wir 10
Ja, mal 15. Wir können noch ein paar mehr holen. Was wir auf Lager haben, haben wir, ne? So, hier haben wir 15. Da sind 15 drin. Ja, wir holen noch mal ein paar mehr. Das Lager kann ruhig voll sein. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht schaffen sie ja mal einen Esel, ohne zu sterben. Ja, sie schleichen sich an. Der erste Schuss hat getroffen, aber der Esel ist schnell. Und er hat nicht viel Schaden bekommen. Ich greife mich zu viel an. Nee, würde schon sagen. Ja, Esel können wir abbrechen, der ist zu schnell. Wir probieren es mal hier mit. Da ist er so schnell mit in die Ausdauer runter, da sind die fertig mit der Welt. Ja, der ist schnell tot. Cool. Dann können wir den mal schlachten. Weit ab vom Schuss. Aber wir haben es erfolgreich erlegt. Ja, darum brauche ich echt... Brauche ich alle am besten. Da muss jeder mit anpacken und das Vieh töten. So, und da haben wir schon wieder einen Forschungspunkt. Wir haben 6 Stück. Das heißt, wir gehen wieder in die Forschung. Und nehmen jetzt, wir nehmen jetzt die Werkzeuge. Die brauchen wir unbedingt. Sind die denn besser? Jagen und kämpfen, ja, die sind auf jeden Fall besser. Fischen, ja, auf jeden Fall. Bauen wir mal. Wie viel brauchen wir denn? Für jeden einen am besten dann, ne? Haben wir 5 Knochen? Wir haben Knochen 5 Stück. Okay, dann bauen wir nochmal eine Harpune. Und dann reicht das erstmal. Der Händler ist angekommen. Ey, cool. Was kann ich bei dir handeln? Händlerware. Siedlungsware. Was gibt er mir? Getrocknete Haut. Kompositwerkzeug. Geräuchertes Fleisch. Knochen. Getrockneter Fisch. Brot und Holzscheide. Was gebe ich ihnen? Das hat auch einen Wert von 2, okay. Kann man also noch schön handeln. Wert 100, ja, das ist ja viel zu hart. Geräuchertes Fleisch nehmen wir noch mit. Ein bisschen Brot für den Winter. Und dann nehmen wir noch ein Brot und sagen, okay. So, wir haben schönes Fleisch, schönes Brot. Ich würde sagen, wir kommen jetzt über den Winter, ne? Und wir können unser Totem theoretisch jetzt bauen, ne? Ein Scheithammer, wir haben Knochen, wir haben Leder und wir haben natürlich die Stöcke. Aber wo baue ich den jetzt hin? Hier wäre es schon echt cool, so ans Feuer. Schade, dass ich den nicht schräg stellen kann. Oder wollen die den spirituellen Platz ein bisschen weiter weg haben? Wir bauen den mal jetzt hier hin. Ressource ist verfallen. Okay, die geht dann automatisch weg. Ja, ihr müsst die halt doch essen, ne? Die verfällt auch gleich. Der Fisch, der hält noch. Den können wir aber trocknen. Ihr müsst halt alles trocknen, Jungs, ne? So, hier wird fleißig das Knochenwerkzeug zusammengeknüppelt. Der Esel ist verwertet oder? Nee, noch nicht ganz. Der hat noch 3-mal Fleisch. Ja, noch mehr Bären sind verfallen. Wir haben auch nur 6 Leute, das ist ja das, ne? Es wird halt auch nicht so viel gebraucht. Vielleicht habe ich schon ein bisschen zu viel von allen jetzt, ne? Das reicht vielleicht hier schon für 20 Leute, was ich alles habe an Nahrung. Knochenharpune, Knochenspeer, sehr schön. Wir bauen noch einen Knochenspeer. Da kann jeder ruhig einen bekommen. Kleidung. Kleidung bietet einen Einwohner und Schutz vor Kälte, erhöht Gemeinwohl und reduziert den erlittenen Schaden im Kampf. Outfits aus Häuten und Wolle schützen Menschen vor kalten Temperaturen. Du musst unbedingt eines davon pro Bewohner besitzen. Ja, das haben wir ja, ne? Wenn es warm ist, werden die Einwohner die Outfits aus Leder oder Leinen bevorzugen. Jupp, haben wir ja dann... Ist erhöhtes Gemeinwohl, ist okay.
Okay, wenn die Temperatur tiefer fällt als der Schutz der Kleidung, gehen sie nach Hause in den Unterschlupf. Sind sie aber auch schlau, ne? Sonst würden sie ja sterben unter Kühlung. Und wie gesagt, der Winter ist angebrochen, wir haben nur noch 4 Grad. Moral ist okay. Wenn ich ziehe einfach mal zwei Klamotten an. Oh. Der muss natürlich hier ordentlich schleppen, ne? Ey, die Brote verfallen aber auch schnell. Oder hat er mir vergammelte Brote gegeben, der Typ? Ja, okay, die Beeren sind dann, ne, im Winter, Herbst schaffen sie noch und im Winter sind sie dann so verfallen, zerfallen. Wir bräuchten noch mehr Knochen. Du holst jetzt das ganze Fleisch, ne? Ah ne, er bringt auch Knochen mit, sehr schön. Und du musst dann den Rest holen, bestimmt, ja. Und es regnet aber noch. Ist noch kein Schnee. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann zurück in der nächsten Folge von Dawn of Dead. Dawn of Dead, Dawn of Man. Meine Güte. Dann vielleicht schon mit Schnee. Also bis dahin. Tschüssi, euer Rob.